mein Name ist Hofer, Sandro Hofer. Ich trainiere jetzt 5 Jahre. Ja, und bin 24 jetzt. Hast du letztes Jahr deine erste Meisterschaft mitgemacht? Wie lief das so? Ja, schlecht. Verloren habe ich. Welchen Platz hast du gemacht? 3. Platz. Das war aber okay für die, das erste Mal. Naja, hätte besser gehen müssen, also vom Gewicht her und so weiter. Aber eben die Form hat nicht gepasst und darum ist es klar. Ohne Form, da gewinnt man keinen Wettkampf. Kann man schwer sein, wie man will. Oder? Du studierst ja an der ETH? Genau, ja. Also, was ist erstmal keine konkreten Wettkampfpläne in Zukunft? Nein, nächstes Jahr nicht, weil ich eben konzentrieren muss. Erst einmal auf meinen Abschluss, ein bisschen gute Noten machen. Ja, das ist im Moment sicher wichtiger. Das Wettkampf-Bodybuilding läuft mir nicht davon, das ist mein Hobby. Wie gesagt, 24, ich habe alle Zeit der Welt, um etwas zu erreichen. Minimal trainiere ich 3-mal pro Woche. In der Wettkampfvorbereitung bis 6-mal pro Woche. Also ich habe kein spezielles Konzept. Ich trainiere im Prinzip nach Lust und Laune, oder? Wie ich mich im Körper gerade fühle, wenn ich stark bin am Tag, dann schwere Grundübungen, Kreuzheben, Bankdrücken, Kniebeugen. Ja, kann man nichts falsch machen. Thank you.
Thank you.